vorbei. Mehr hat sie nicht gesagt, einfach nur, es ist vorbei. Seitdem fühle ich mich so unendlich einsam und suche auf diesen bescheuerten Dating-Apps nach niemand Neuen. Vergeblich. Ach Fisch, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Aber es geht vorbei. Nein, es geht nicht vorbei, niemals. Ich muss langsam wieder zurück, Fisch. Ach nein, bleib doch noch zum Essen. Okay. Oh, ich bin jetzt echt satt. Fisch? Fisch? Wo bist du? Fisch? Als ich angefangen habe mit Comics, das war ja während des Studiums, habe ich fast ausschließlich eigentlich nur männliche Comiczeichner erstmal kennengelernt. Weibliche Comiczeichnerinnen waren einfach noch viel unsichtbarer. Man hätte viel mehr suchen müssen und erstmal was so da war, waren halt die ganzen Underground-Zeichner aus den USA und aus der deutschen Szene. Als ich mein erste Graphic Novel Alien gemacht habe, habe ich das eigentlich erst so richtig gemerkt, als das Buch schon draußen war, wie die Rezeption war. Ne? Also, dass ich dann auch darauf angesprochen wurde. Ne? Das sind drei Protagonistinnen sind, das sind Geschichten, Coming-of-Age-Geschichte über Mädchen oder junge Frauen und eben gezeichnet von einer Frau. Und da hat es erst so Klick gemacht, dass das irgendwie ein Thema ist und dass es tatsächlich unterrepräsentiert ist. Wenn ich über meine Arbeiten nachdenke, eigentlich alle meine Bücher, würde ich jetzt nicht sagen, dass das explizit feministische Themen sind, die ich darin verarbeite. Also das ist nicht so mein erster Ausgangspunkt. Das sind oft sehr persönliche Geschichten. Und wobei ich es wichtig finde, dass eben so Arbeiten wie zum Beispiel Liv Strömquist als Beispiel sehr direkt feministisch auch aufklärend arbeiten, würde ich meine Bücher eher verorten, dass es um Geschichten geht, die irgendwo auch quasi empowernd sind, aber auf eine ganz andere Art. Fisch? Hi. Hi. Versteckst du dich hier? Ja, die anderen Fische machen mir Angst. Warum hast du sie hierher gebracht? Ich dachte, ich täte dir einen Gefallen. Du hast so einsam gewirkt. Ich bin lieber einsam, als mich mit denen abzugeben. Es geht ja nicht von mir aus. Ich werde einfach ausgegrenzt. Ich kann dich verstehen, Fisch. Es ist wirklich nicht einfach, allein zu sein. Bei Shit is Real geht es zum Beispiel eigentlich auch viel um so eine Verletzlichkeit oder um so eine Identitätsfindung und auch als Frau. Und ich glaube, dass ich da so ein bisschen in diese Richtung auch einschlage, auch bewusster jetzt, dass für mich Feminismus eigentlich auch bedeuten kann, dass man über weibliche Verletzlichkeit oder Identität sprechen kann, die nicht irgendwie so direkt Themen sind, die man vielleicht aus dem Feminismus kennt oder aus einem didaktischeren Feminismus, sondern eher so eine Introspektive auch. Es geht vordergründig um eine Frau, die gerade eine Trennung hinter sich hat und aus diesem gemeinsamen Leben mit dem Partner quasi aussteigt und versucht, ihre Identität als einzelne Person wieder zu finden. Eine
Also es geht auch um eine Freundschaft, eine Freundin, die ganz woanders im Leben steht und mit der sie sich auch auf einmal nicht mehr identifizieren kann und dann eigentlich wie so versucht, andere Identitäten überzustülpen, wie man das eigentlich auch so kennt. Ne? Hi Selma, tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Ich habe in einem Meeting festgesteckt. Hast du schon bestellt? Nee, noch nicht. Kein Ding, ich habe ja jetzt Zeit, seit ich meinen Job gekündigt habe. Im Institut wird gerade eine Stelle frei. Ich könnte... Na, das ist lieb von dir. Aber ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit für mich. Ich verstehe nicht ganz. Was genau meinst du? Ich bin gleich wieder da. Hast du was gesagt? Piep, piep. Neue Nachricht von Yumika. Hey, sorry, ich musste schnell los. Hab schon bezahlt. Bis bald. Ich zeichne keine echten Orte. Also ich gehe nicht irgendwie ne, an einen Ort in Berlin und benenne das als diesen. Shit is Real spielt ja auch so eine leicht versetzten Zukunft. Also das ist so ein bisschen unklar, wann es spielt, wo es spielt. Aber dass es irgendwie Berlin ist oder in Berlin, von Berlin stark inspiriert, das ist ganz, ganz klar. Wenn ich am Anfang vielleicht so ein bisschen Feminismus als diesen Begriff so von mir gewiesen habe und nicht wollte, dass das ein Thema ist bei meinen Arbeiten oder bei meinem Umgang oder mit mir selbst oder der Welt, habe ich natürlich mittlerweile erkannt, dass es auch wichtig ist, dass man erstmal laut sein muss, dass es thematisiert werden muss, auch wie in allen Bereichen, auch in der Comicwelt, dass sie immer noch sehr männlich dominiert ist und dass es wichtig ist, das in den Vordergrund zu stellen, damit irgendwann das Level erreicht wird, dass Geschichten einfach von Frauen auch sind und auch so wahrgenommen werden und dass es einfach auch ja, genauso viele Zeichnerinnen wie Zeichner gibt. Hoffentlich kommen wir dann auch dahin, dass es einfach dann nicht mehr ein Thema sein muss und dass automatisch natürlich auch jüngere ZeichnerInnen Frauen automatisch als Vorbilder auch haben, weil die einfach sichtbarer sind.